Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von unserem allzeit geliebten Wir retten die Natur und Umweltspiel Fresh Start. Wir starten fresh durch heute, denn es gibt ekelhafte Menschen, die werfen Müll weg und machen Müll und schmeißen Müll überall hin. Und da habe ich schon gesagt, dass sie Müll wegwerfen. Die machen Dreck und ekliges Zeug. Und wir sind dafür da, diese Welt wieder zu retten. Wir sind der Aufräumtrupp. Wir sind das wichtigste Glied. Warte mal. Was kostet denn das hier? 500. Oh, das ist teuer. Aber so ein bisschen mehr Düsenverteilung wäre natürlich nicht schlecht, ne? Pocket Recycler. Kostet 400. Den können wir uns leisten. Der Power Hover. If the hover more power sucking trash. Oh ja, komm, nehmen wir mit. Machen wir direkt einen kleinen Hover-Upgrade hier. Und spreckeln erstmal die Bäumchen. Die Bäume brauchen Energy. So. Jetzt können wir hier erstmal noch ein bisschen den riesigen Haufen wegmachen und die kleinen Häufchen. Machen wir zuerst. Ich lasse mich immer so ablenken von so kleinen Zwischenstationen, aber man findet halt immer mal hier was, mal da was. Dann ist mal wieder dort was. Oh, Katzenleckerli. Da ist eine Katze, ich habe ein Leckerli. So, hier ist noch Müll zum Saugen. Warte mal, hier können wir auch Wasser holen, oder? Ja. Aber wir können gleich schon wieder ein bisschen Nature restoren. Mach ich, glaube ich, auch einfach mal. Es gibt nämlich dann immer so ein bisschen Boost im Leben. Oh, die Vögel kehren zurück. Ah, guck mal, das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Jetzt haben wir wieder ein paar Vögel da. Was haben wir hier? Irgendein Teil. Alte Bretter. Aber wir befreien erstmal die Katze aus der Ecke. Der Katze geht es ja hier auch nicht so gut, würde ich sagen. So, schön mit dem... Was ist hier los? Ah, okay. So, Katze, was kann ich dir denn... Oh Gott, sie faucht mich an. Freche Katze. Also sehr freches Katzenwerk. Drei Bretter brauchen wir. Ich habe zwei. Ah, wo wir gerade hier sind, spritzen wir einen Baum frisch. Dann werden wir schon noch ein paar Leckerlis gleich brauchen. Hä? Da ist auch noch irgendwas versteckt. So, dann können wir der Katze ihre Hütte reparieren. Und erstmal hier den Mega-Schlammhaufen wegmachen. Was ist das denn hier? Ach, das Kabel. Brauchen wir auch noch. Ein Gurtekabel. So. Schön repariert. Da kann ich gleich erstmal an den Recycler gehen. Aber erstmal das hier. Ach, guck mal, wie schön es repariert wird. In der Zeit Wasser saugen. So. Ah, guck mal. Der Katzenschaffner hier. Hier ist noch Natur zum Restoren. Die Vögel schauen mir zu. Das machen Vögel irgendwie gerne, Leuten bei der Arbeit zusehen. Aber sie können es auch, ne? Sie sitzen irgendwo oben, sie fliegen rum. Wenn du guckst, fliegen sie weg. Alter, ich bin der Natur-Restorer Deluxe, Alter.
Ich würde sagen, bald fährt hier wieder eine Chuchu-Bahn. Das kann ich euch aber sagen. So, die Dinger hier im Kern erstmal wegschmelzen, Alter. Oh, guck mal, der Hase hat da auch ein Problem irgendwie. Hier ist den Dreck weg haben. Na, Hase, freust du dich? Boah, was ist denn hier in der Pfütze los? Junge, Junge. Alter Pfützenkapitän, ne? Sauge ich dem Hasen erstmal sein Quellwasser weg. So, Kabel repariert haben wir auch schon. Das Ding, da haben wir doch auch ein Reparaturset für in der Tasche. Dann geht es doch immer schneller hier. Dafür habe ich noch nichts, die Schranke. Und dann haben wir Katzenleckerli. Na gut, die Schaffnerkatze. Die muss natürlich gefüttert werden, damit die auch die Tickets ordentlich kontrolliert. Bezahlung ist ja auch gleichzeitig immer Motivation, ne? Wenn du jetzt die Katze schlecht bezahlst, dann kontrolliert die auch nicht richtig. Und dadurch hast du dann Problem, weil natürlich die Leute sagen, ja, die Katze kontrolliert sowieso nicht, warum dann ein Ticket kaufen, ne? Ah, oh. Jakob? Katzenschaffner hier? Ich drei Leckerlis. Oh, streichel, streichel. Ah, ne, der vertickt die Tickets oder was macht die? Naja. So, dann haben wir uns doch hier schon richtig schön durchgearbeitet. Tunnels sind auch wieder fertig. Sieht doch gut aus, oder? Es sei denn, vielleicht noch irgendwo ein paar Kleinigkeiten vergessen, aber wir reparieren auch jetzt die Hütte mal. So, und da fährt doch wieder der Zug, oder was? Ach, wie schön. Ach, wie schön. So. Was ist das hier? Ausrufezeichen. Ich wollte mal eben gucken. Ich habe das hier vorhin ein paar Mal gesehen, aber bin einfach nicht hier hingegangen. Oh ne, hier ist nichts. Eine Aussichtsplattform. Oh, wenn da ein Kind runterfällt, dann ist aber geschlossen hier der Laden. Guck mal hier. Sonneblumen. Du bist meine Donnerblume. So. Dann restoren wir das doch jetzt erstmal hier. Oh, guck dir das an. Der Feind kommt unten aus dem Wasserfall raus. Ah, schön, oder? Ah, ey, das war so schlammig und schmuddelig und jetzt ist es wieder schön. Kann ich reingehen? Nee. Sollte ich vielleicht noch kurz recyceln gehen? Ich gehe vorher nochmal recyceln. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. So. 818 Points. Finished Quest and restore nature to 95%. Clean places with dirty water. Wo ist denn noch dirty water?
Ach hier, guck mal. Dicke Dirty Water Pfütze noch. So. Und die Railway Station renovieren. Haben wir doch. Ja, guck, wenn der Zug fährt, dann ist doch alles wieder gut. Nöd. Warte mal ganz kurz. Ja, doch. Okay. Sind wir fertig? Yes. Ah, oh, guck mal hier. Da geht's ab. Das war jetzt Nordamerika. Ihr Friend, okay, die ganze Arena ist verseucht, so, die Geysire sind verstopft und, haben, was, haben die Wale geschnappt? Okay. Overwhelming, ach, diese Wortspiele. Okay, ja, es wird alles... Boah, hier schmockig und stinkig und bläh. Eieiei, das ist ja unangenehm. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier drauf und craften uns hier ein Upgrade und holen uns direkt noch einen dicken Wassertank. Das mache ich immer als erstes, würde ich sagen. Weil dann ist die Spritzerei ist einfach die Hauptarbeit hier, denke ich mal. Deswegen räumen wir jetzt erstmal hier den Matsch auf. Alter, der Wal macht Geräusche. Vom Allerfeinsten. Mann, hier wachsen aber auch coole Sachen, hä? Schön mit frisch warm gebrühtem Quellwasser hier. Ah, guck mal, hier kannst du auch noch was. Hier ein Rad noch. Was ist denn da mit dem... Warum leuchtet das Wasser grün? Atomarer Fallout hier plötzlich, oder was? Wir müssen die Wale wieder freilassen. Oh, Wale sind einfach nur geil. Ich habe noch nie einen echten Wal gesehen. Ich würde gerne mal einen echten Wal sehen. Aber keinen Gefangenen. Sondern schon so einen echten halt. Der leibt und lebt und Spaß und Freude an seinem Leben hat. So, guck mal hier, die Recycle-Maschine. Die recycelt uns ein bisschen den Trash. Schön einsammeln. Und immer nebenbei natürlich die Natur wieder erneuern. Das gute Quellwasser, was der Bautzenberger Natur schadete. Boah, hier ist ja noch gar nichts, Kreis. Was hast du denn wieder?
Ja, man erkennt es am Ploppen. Ihr wisst, früher hat man auf das Pling gewartet, jetzt warten wir aufs Plopp. Sehr schön, sehr elegant. Na komm schon, spreckeln, spreckel doch mal. Ja, wir spreckeln die Natur zurück in ihren Ursprungszustand. Jetzt bahnen wir uns hier erstmal einen Weg irgendwie zurück. Was haben die denn hier gemacht, ey? Was war denn hier los, Alter? Die Wale, sie stecken fest. Nicht, dass wir den ganzen Walen jetzt ihr Wasser wegsaugen. Und die dann trockenlegen hier. Boah, hier, da muss aber ordentlich mal geputzt werden. Macht das hier ganz ordentlich. Das werdet ihr schon sehen. Das wird alles super toll. Wachse, Baum, wachse, lebe! Kehre zurück zu deiner alten Stärke. Der Leuchtturm muss leuchten, die Wale müssen schwimmen. Aber ich sitze schon wieder wie der Krummbärt hier. Warum sitze ich eigentlich immer wieder Krummbärt? Wird einem ganz schwindelig irgendwann. Schnüsst dir selbst die Luft ab. Aber dass der jetzt in einem weiteren Bereich spritzt, ist irgendwie, weiß ich nicht. Oh, hier die heißen Quellen, Junge. Müssen frei sein. Was ist das da für ein Stiefel? Hol uns doch nochmal Wasser. Schöner Busch. Wirklich beachtlicher, schöner Busch. Okay, da haben wir noch gar nichts. Dann arbeiten wir uns weiter vor. Richtung Natur. So, hier auch nochmal schön einsammeln. Was ist mit dir da? Der ist noch nicht fertig. Ja, hier verrückte Geräusche irgendwie. Es macht mir ein bisschen Angst. Was ist das? Gewitter? Quellen, die brodeln hier vor sich hin. So, guck mal da. Brauchen wir das Rad? Ich habe ein Rad. 4 Stück? Ach du meine Güte.
meine, den Saugradius kann man schon ordentlich vergrößern. Er ist ganz schön versteckt hier. Da ist was ins Meer geflogen wieder. Das wollen wir natürlich nicht. Am Ende pustest du alles wieder zurück irgendwie ins Wasser. Ah, da sieht's keiner. Unter Wasser sieht's halt keiner. So, gleich können wir schon die erste Nature wieder naturifizieren. Plop, 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 plop. Oder so bei 35%, schätze ich mal, oder so. Ja, sag ich doch. Warte, jetzt spreckeln wir das hier nochmal durch kurz. Bis das Wasser wieder alle ist. Aber hey, wir haben die Katzen schon gerettet. Was kann noch passieren? Was könnten wir noch... Also besser geht's ja nicht mehr. Klar, aus irgendeinem Grund hat auch eine Ente überlebt und sie wird wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich reißen, ja. Aber okay, meine Güte. So, Leute, ich würde sagen, mit diesem wunderschönen... Oh, guck mal, Papageientaucher. Papageientaucher sind auch cool. Papageientaucher sind irgendwie voll mega. Ich mag Papageientaucher. Ich habe eine tolle Papageientaucher-Doku mit meiner Tochter geguckt und Papageientaucher sind wirklich sehr faszinierende Lebewesen. Sollte man sich mal ansehen, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis dahin, reingehauen und ciao mit Au.